dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Vlog hier aus Mallorca. Wir stehen hier auf einem Stellplatz in der Nähe von Palma de Mallorca und vor mir geht die Sonne auf, es ist leicht bewölkt und gestern hatten wir einen wunderschönen Abend mit Laura und André. Das blende ich hier gleich mal ein. Beide werden heute die Fähre nehmen und aufs Festland zurückfahren und da auch hoffentlich ganz viele spannende Sachen erleben. Wir bleiben noch ziemlich lange Zeit hier auf Mallorca und werden dann auch erst irgendwann mal weiterfahren, aber jetzt noch nicht. Und ja, ich hatte im allerersten Video über Mallorca, was vor 2 Wochen oder 3 Wochen, wenn ihr euch das Video anguckt, online gekommen ist, von Höhlen gesprochen. Die konnte ich mir damals nicht angucken, weil wir uns beim Frühstück verquatscht haben und das will ich jetzt nachholen. Und da gehen wir jetzt mal hin, gucken uns nochmal kurz den Sonnenaufgang an und dann blende ich euch mal den gestrigen Abend ein. Den Sonnenaufgang haben wir uns jetzt angeschaut und jetzt gibt es wie versprochen die Videos oder den Videoclip nochmal von gestern Abend. Und in der Zeit, in der ich euch das zeige, laufen Melli und ich runter zu den Höhlen. Ja, ihr Lieben, der Vlog fängt zwar erst morgen an, aber heute ist schon unser letzter gemeinsamer Abend mit Laura und André hier auf Mallorca. Beide werden nämlich morgen die Fähre nehmen. Und wir werden es jetzt uns hier nochmal gut gehen lassen. Ich werde das dann im Vlog einspielen. Und ja, wir genießen jetzt mal den letzten Abend. Ist Essen fertig oder was? Ja, wir waren schon. Ja, dann muss ich da mal hin. So eine Erdnusssoße. Melli und ich, wir haben so einen Mangosalat gemacht, beziehungsweise eher Melli. Und Laura und André bringen demnächst mal ein Kochbuch raus. Und hier dürfen wir jetzt schon zum zweiten Mal das Gericht Gabi genießen. Was das genau ist, das verraten die beiden euch dann im Buch. Also, falls ihr den beiden noch nicht folgt, dann schaut unbedingt mal bei den beiden hier vorbei. Oscar the Explorer. So sieht er aus. Und so sehen wir aus. Hallo. Oh, schmeckt lecker. Da, wo ihr jetzt gerade sitzt, da sind die Höhlen und anscheinend sind die schon 500 Jahre alt. Laut einer Legende sind hier vor 500 Jahren Seefahrer aus Genua gestrandet und haben dann, weil sie so dankbar waren, Land erreicht zu haben, eben diese Höhlen in den Stein geschlagen und der Heiligen Maria ein Altar gebaut. Und hinter mir, das ist die berühmte Dreifingerbucht. Ist vielleicht so eine halbe Stunde von Palma entfernt und hier kommen am Wochenende ganz viele Mallorquiner und auch andere Touristen, jetzt natürlich gerade ein bisschen weniger. Und ja, wir stehen genau mit unserem Bus über der Höhle sozusagen und ja, hier gehen wir jetzt mal rein. Sieht auf jeden Fall schon spannend aus. So, jetzt sind wir hier drin. Also die Höhle sah natürlich vor 500 Jahren noch nicht so aus, wie sie heute aussieht. Das ist wohl klar, weil man sieht schon, dass die Höhle auch ausgeschlagen worden ist. Und zwar jetzt nicht nur von den Seefahrern, die damals angekommen sind, sondern teilweise dann auch von Arbeitern im 17., 18. Jahrhundert. Und man hat dann die Steine, die man hier abgeschlagen hat, für Gebäude, zum Beispiel für eine Kathedrale oder für andere Gebäude in Palma und der Umgebung genutzt. So vor 500 Jahren, als die Höhle wohl entstanden ist, war sie natürlich viel kleiner. Und hinter mir seht ihr den Altar. Aber auch das sind Legenden, also es ist wohl kein richtig übermitteltes, fundiertes Wissen, glaube ich, sondern eher ja, eine Vermutung, wie das alles hier entstanden ist. Och, Luni Mausi. Wird dich schon vermissen. Die Süße. Oh,
riesengroße Freude. Jetzt machen wir kein großes Ding drum. Ja. Wir sehen uns ja bald wieder. Reality. Das gehört auch dazu. Auch wir produzieren Müll. Aber hier stinkt es auch ein bisschen, das ist unser Stinkemüll. Wir kacken, obwohl wir uns planen, ja. Ah, echt, ihr kackt noch? Mhm. Ja, okay. Das kann man sich abtrainieren. Ja. Adios. Adios, ihr Lieben. Danke für die Rezepte und den guten Kaffee. Danke. Ja, vielen Dank für die schönen Gespräche. Ja. Und ja, für die ganzen schönen Shandis, die wir miteinander trinken durften. Ja. Shandis. Shandis. So, genau. Okay. Kommt, Leute. Okay, Leute. Machen wir es nicht schwieriger, wie es ist. Ja. Ciao. Ach ja. Da fahren sie jetzt los. So, wir springen jetzt mal zum neuen Tag rüber. Und zwar, ja, haben wir beide dann verabschiedet. Und sind dann auch kurz darauf zu einem neuen Stellplatz gefahren, den uns beide auch empfohlen haben. Und ja, jetzt stehen wir hier in der Nähe von St. Elm und haben eine grandiose Aussicht. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, was es hier so zu tun gibt. Wir haben schon gehört, dass es hier in der Nähe ein Kloster, ein altes Kloster gibt, das man besichtigen kann, wo Mönche wohl in Terrassen Gärten angelegt hätten. Und es gibt hier ja diese kleine Stadt, dieses kleine Örtchen St. Elm. Da gehen wir jetzt mal hin. Melli bereitet hier gerade schon mal, jetzt ist sie gerade im Keller verschwunden, aber sie bereitet gerade schon mal ein bisschen was vor. Und schaut euch mal diese Aussicht an, die ist doch echt schön, oder? Also uns gefällt's. Und jetzt müssen wir mal gucken, was Melli hier so rumkruschelt. Weil ich glaube, die Tomaten brauchen wir für die Pizza, die wir nachher machen, gell? Ja. Alles okay im Keller? Alles super. Und wir haben wieder Kaffee. Und wir haben auch wieder Kaffee. Na gut. Huch. Dann mal her damit. So, und los geht's. Ja, und bei der Gelegenheit, wenn wir vor in die Stadt laufen, nutzen wir auch gleich mal die Gelegenheit und schmeißen auch unseren Müll weg. Genau, man kann hier nämlich sehr gut Müll trennen auf Mallorca und das machen wir auch. Plastik, Restmüll und Glasflaschen, dafür gibt es extra Container, die an der Straße stehen und der nächste ist gerade mal 5 Minuten Fußweg auf dem Weg zur Stadt. Also hier fängt sozusagen die Stadt an von St. Elm. St. Elm. Und hier ist ein kleiner Supermarkt und hier kann man noch so Kajaktouren oder Fahrradtouren buchen. Und ich glaube, hier die Straße rein führt dann in die kleine süße Stadt rein. Hinter uns ist die Insel. Wie war der Name nochmal? Sa Dragonera. Und da kann man auch mit dem Boot rüberfahren und sich die Insel anschauen. Da soll es ganz große Eidechsen geben. Und wir werden es nicht machen, aber wenn ihr Lust habt, mehr über die Insel zu erfahren, dann schaut doch mal bei unseren Freunden rein, bei den Chirpy Travelers. Die waren dort und haben ein cooles Video gemacht. Deswegen haben wir das Gefühl, wir haben auch alles gesehen. Und deswegen fahren wir da nicht rüber. Auch sehr cool. From where we are to Pittsburgh, you're just a bad taste in my mouth. I just walk away from everything. Cause I don't care. Ja, wir waren hier schon mal vor 2 Tagen an dem Strand, es war freitags und am Wochenende ist immer ein bisschen mehr los und zudem war der Strand ein bisschen schmutziger, aufgewühlter durch Algen und das ganze Meeresgras. Und jetzt sieht der Strand aber richtig schön aus, aber heute gehen wir nicht ins Wasser. Vielleicht schaffen wir das die nächsten Tage nochmal.
finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me as so many times before. I never wanna be away, leave you again. Wir sind jetzt wieder an unserem Zuhause angekommen. Und zum Wachturm haben wir es heute nicht geschafft, denn die Wanderung hin und zurück, ja, dauert wohl doch noch ein bisschen. Und es ist jetzt auch, ja, schon nachmittags. Wir machen es uns jetzt hier erstmal gemütlich, werden gleich noch einen Teig für die Pizza ansetzen und ja, den Tag dann einfach gemütlich ausklingen lassen. Ich bearbeite hier gerade noch die Videos, die ich in St. Elm gedreht habe. Und ansonsten haben wir vor, morgen früh dann diese Wanderung zu machen. Es gibt dann nämlich einen Aussichtsturm, eine kleine Badebucht und eben diese Terrassen, die beim Kloster angelegt worden sind. Mal schauen, was Melli da drin so schön zaubert. Meinst du, das ist jetzt Pizza-Time? Ja! Oh, wow, ich hab so Bock auf Pizza. Schaut mal, Leute. Ja, das Rezept, das teilen wir die nächsten Tage auf Instagram. Ja, falls ihr uns da noch nicht folgen solltet, was sollten die Leute denn dann machen? Uns bitte abonnieren, folgen, ein Like da lassen, ja, und die Rezepte nachkochen. Ja, dann kriegt ihr so geile Ideen, wie man Pfannenpizza macht, ohne Backofen, nämlich einfach so in der Pfanne. Und wir essen das jetzt hier mit diesem schönen Ausblick. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, bei uns geht's jetzt los. Wir haben unseren Van startklar und uns auch startklar gemacht. Und ja, wir wollen heute zu diesem einen Aussichtspunkt wandern. Da ist ein Turm, auf den kann man hochklettern. Es gibt eine kleine Bucht, in der man baden kann. Und es gibt, ja, Terrassen, wie ich gestern schon erwähnt habe. Und ja, da geht es jetzt lang. Genau hinter euch führt der Weg. Also da so entlang ungefähr. Wir haben es geschafft. Das erste Etappenziel, der Aussichtspunkt, ist erreicht. Ja, die Wanderung, die hatte es ganz schön in sich. Vor allem, wenn man nicht gefrühstückt hat, so wie wir. Und das holen wir jetzt hier auf dem Turm nach. Hast du auch Hunger? Ja, erstmal Durst. Ja, Durst und Hunger. Dann versuchen wir da mal reinzugehen. Oh. Muss da hochklettern. Oh mein Gott. Und, lohnt sich's? Ja. Oh, schon ganz schön schön. Ja, von diesen Wachtürmen oder Aussichtstürmen gibt es hier auf Mallorca so einige. Die wurden schon vor sehr, sehr langer Zeit gebaut. Und ja, man weiß gar nicht so wirklich, für was die da sind. Ob das jetzt nur so Wachtürme waren oder teilweise auch Wohnungen. Wahrscheinlich ein Mix aus allem. Ja. Das ist immer sehr froh, dass es das hier gibt. Sogar mit so einer kleinen, ja, kapelleartigen Häuschen hier noch drauf. Hallo, was machen Sie da? Ich gucke.
Ja, das sind sie, die mallorquinischen Wanderwege. Eigentlich ist alles so gut ausgeschildert mit blauen Pfeilen oder Punkten auf Gabelungen. Hier jetzt aber nicht. Macht aber nichts, denn wir mögen es, solche Wanderwege zu laufen, wo man so ein bisschen die Sinne schärfen muss und gucken muss, wo könnte es lang gehen. Wir laufen sowieso so ein bisschen frei Schnauze und immer so gefühlt in die richtige Himmelsrichtung, wo wir wollen. Und wir haben jetzt auch mit der Drohne gerade eben gesehen, wo es eigentlich lang gehen könnte. Melli ist dabei, einen Weg rauszufinden. Ich glaube, sie kommt nicht wieder. Deswegen gehe ich mal schnell hinterher. Oh. Nee, hier geht's nicht weiter. Ja, dann ist es doch die andere Richtung. Eigentlich ins Wasser gehen. Eigentlich wollten wir ins Wasser gehen, aber hier sind Quallen. Ja, es wurde auch eine Frau ganz, ganz stark gestochen. Ja. Sehr starke Verbrennung am Arm. Ja. Also immer ein bisschen Essig-Essenz dabei haben. Ja, das wollen wir uns jetzt auch vornehmen, immer so ein Fläschchen mit Essig dabei zu haben, weil das soll ganz gut sein, ja, wenn man dann gleich quasi Essig drauf machen würde. Und jetzt geht's wieder zurück. Und zwar den Weg hier hoch und dann irgendwo dahin. Müssen wir nochmal gucken. Irgendwie haben wir uns verlaufen, ne? Also da hinten ging es nicht lang. Und jetzt versuchen wir halt einmal hier um die Felsen rumzukommen. Aber so wirklich angenehm ist das nicht, aber abenteuerlich. Mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Boah, also wir haben uns echt richtig krank verlaufen. Ist schon ein bisschen angsteinflößend, wo wir gerade rausgekommen sind. Aber es ist immer so die Frage, läuft man zurück oder hat man es gleich geschafft? Und Google Maps ist dann irgendwie doch nicht so, was die Skalierung angeht, eine gute Hilfe gewesen. Aber wir haben jetzt hier natürlich eine Bombenaussicht, das ist schon klar. Aber jetzt müssen wir quasi noch da hoch, bis da oben auf diesen Bergkamm. Und da drüben ist der Weg, also dann sieht man da ganz leicht. Den werden wir dann auf jeden Fall zurücklaufen. So, jetzt haben wir andere Wanderer getroffen. Also sind wir gleich da. Oh, Gott sei Dank, ey. Boah, das war jetzt echt hart, ey. Also, mach das nicht nach, bitte. Ich war schon lange nicht mehr so froh, andere Menschen gesehen zu haben, gell. Wow. Bleib Körper, steh doch drauf. Wir haben es geschafft und wir haben es überlebt. Ja, hört sich witzig an, ist aber nicht so witzig. Es war teilweise echt gefährlich, wenn das unsere Eltern gesehen hätten. Uiuiuiui. Merkt euch bitte die Wanderwege, Leute. Es ist nicht, wir empfehlen das nicht zu machen, was wir gemacht haben. Ja, sucht nach Wanderwegen, auch wenn die sehr schlecht ausgeschildert sind. Ja. Versucht's. Schon ganz schön krass, dieses Kloster hier. Mittlerweile kümmert sich da eine NGO drum mit ca. 6000 Mitgliedern hier auf den Balearen. Und deswegen ist das alles noch gut erhalten. Aber ich finde das so krass zu sehen. Die haben hier sogar Ackerlandwirtschaft betrieben. Bäume wurden gepflanzt. Hier gibt es wilden Rosmarin
und Lavendel. Da haben wir uns mal so 5 kleine Zweigchen mitgenommen. So, das war's jetzt mit Wandern. Wir laufen jetzt zurück. 45 Minuten soll der Rückweg dauern. Und ich freue mich, wenn wir dann am Bus sind, weil ich habe jetzt echt Hunger so langsam. Mhm. Und dann gehen wir essen. Heute gönnen wir uns was. Okay, sehen wir uns später wieder. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir heil zu Hause angekommen. Genau, wir sind jetzt auch schon am nächsten Tag. Wir waren dann nämlich so kaputt. Wir haben uns einfach nur noch warm abgeduscht und waren dann noch was essen. Ja. Aber haben das dann einfach nicht mehr mit der Kamera gefilmt, weil wir einfach fix und fertig waren. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und freuen uns darüber, wenn ihr ein Abo da lasst. Ihr könnt unseren Kanal nämlich kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Und das nächste Video ist übrigens unsere Roomtour. Die kommt, wenn ihr das Video seht, eine Woche später, am darauffolgenden Sonntag online. Und genau, wenn ihr Bock habt, die Roomtour zu sehen und auch viele andere Videos, dann freuen wir uns über ein Abo. Genau. So, also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Immer dieses Tschüss. 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 Richtiger Sänger.